So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge meines Forza Horizon 3 Let's Plays. Heute geht es logischerweise hier mit dem Ferrari 599XX weiter. In der letzten Folge haben wir ja schon das erste Rennen gefahren und auch glücklicherweise natürlich auch wie immer verdient gewonnen. Ja, wie auch sonst. Heute mache ich mit den Rennen weiter und zwar Yarra Valley Wiesenlandschaft. Rundstrecke ist das erste. Und ich bin mal gespannt, was wir da reisen können. Ich meine, ich habe als Wetter irgendwas Nasses eingestellt, irgendwas mit Regen oder irgendwie nasse Fahrbahn, ich weiß es gar nicht. Und wir haben ja in der letzten Folge schon gemerkt, auf normalen, auf trockener, auf trockenem Asphalt, da geht der Wagen, aber ja. Bei nasser Strecke, da geht es nicht so gut und ja, nasse Strecke reicht nicht, es regnet auch noch. Was habe ich mir da bloß eingerückt? Aber die Karre sieht wenigstens geil aus im Regen. Aber die sieht doch so geil aus, also. Im dritten Gang geht's, aber. Okay, ich hab ganz schöne Grip-Probleme, so beim Beschleunigen. Aber bei der Strecke, da braucht man auch Top-Speed und deswegen hoffe ich da, dass das gut machen zu können. Oder ich muss da was gut machen. Ja, wunderbar. Wow! Genau, ich frage mich jetzt auch wieder das gleiche, wieso bremsen die da eigentlich? Kannst du mit den meisten Autos komplett durchfahren und vor allem auch mit denen? War gut. Alter. Ich kann das so spät beschleunigen. Ich habe die Kurve ziemlich weit außen genommen, war das Problem. Deswegen die Kurve da hinten, die kann ich wirklich überhaupt gar nicht. Egal mit welchem Auto es langsam ist oder schnell, das ist völlig egal. Krieg die gar nicht hin. Ah, das ist doch geil hier. Das ist natürlich so ein bisschen an das Finale von Horizon 1 damals. Da waren zwar noch keine, nicht so viele Rennwagen im Spiel. Vor allem auch nicht diese. Dafür war ja auch Motorsport da, also ist heute eigentlich auch immer noch da. Da gibt es halt jetzt auf Horizon 3 dieses All-Stars-Kartwerk heißt das. Möglicherweise gibt es das hier. Ich habe schon in Horizon 2 es vermisst, um die Rennwagen zu fahren. Deswegen habe ich schon Autos mal so auf Pseudo-GT umgetrimmt. So weiß ich, irgendwie so einen Spoiler ran oder so. So ein bisschen aufgebaut, dass das halbwegs so wirkt. Natürlich war es dann in Wirklichkeit auch noch nicht GT 3. Hallo. Da muss ich mal ein Foto machen. Warte. So. Das wird doch vielleicht das Thumbnail für die Folge. Wer weiß. Ey, komm, das sieht lustig aus. Das muss man mal zugeben. Ich frage nur, von wo mache ich das Foto? Ja, ich will es auch mal verlassen. Denn ich will auch mal kurz hier was anderes machen. Ich will auch mal das ein bisschen. So, vielleicht. Ein fliegender Ferrari, wer kennt es nicht? Weil das F in Ferrari steht natürlich für Fly, also für Fliegen. Ist eigentlich allgemein bekannt. Ah, nee, ich mach da jetzt doch keins. Aber zerschmieren werde ich trotzdem, weil das war doch nicht so cool. Also auf dem Wagen landen, das wollte ich eigentlich nicht, das war jetzt nicht so geplant. Daneben landen, das geht noch. War schon besser. Zumindest war es nicht so weit außen. So weit, einen haben wir noch vor uns, einen Kollegen. Schon wieder ein Bentley, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das bockt halt mega für Strecke. Weil es kann auch so eine Art Strecke für GT-Autos in Forza sein, also in Horizon 3. Das denke ich mal eine relativ gute Strecke, um Autos zu testen, so wegen Grip. Und so. Ja, wegen Krab am Tor. Richtig wie so ein LTL-Typ, ey. Jetzt mal ganz im Ernst. Kurve viel zu weit außen genommen. Deswegen kommt die auch hinten wieder an. Ich hoffe, ich komme jetzt noch an den Bentley ran. Ah ja. Hi, mein Freund.
Ja, das war so in etwa so die Linie, die ich eigentlich fahren wollte. Da hat mir der Belay freundlicherweise und auch bereitwillig geholfen. Gerade schon der Lichtstimmung hier. Ist das mal ein Foto wert? Oder zumindest mal ein Blick in den Fotomodus. Ist hier so im Regen. Oh, der sieht schon fett aus, ne? Also. Man kann nicht sagen, dass die Karre jetzt nicht geil aussieht. Also das sagt der. Der hat keine Ahnung. Der weiß nicht, was gut tut. Vorne hier so ein Foto, ich weiß halt nicht. Was so ein Link von vorne vielleicht? Das hat dieser komische, ne, der Leitpfosten da am Weg. So. Jetzt ist da kein Leitpfosten oder kein Schild mehr, was ich binden könnte. Bei der Sicht. Bis mal so. Nicht ganz so viel. Vielleicht von so. Ne, lass es mal. Mach das dann nachher, Folge. Ja, ich habe eh schon wieder ungefähr 6 oder 7 Minuten vertrödelt. Mit nichts tun. Hier ist sogar noch dieses Licht hinten, weil es regnet. Das finde ich cool. Scheiß auf Rundenzeit. Ja, die Ziel einfach, die muss cool aussehen. Rundenzeit war, naja, nicht so besonders für so ein Auto. Gut. Aber alle unter Minute, das passt doch. Und Mendeley wieder Zweiter. Also er scheint nicht schlecht zu sein. Hat auch 30 Punkte, 10 Punkte weniger als ich. Deswegen würde es jetzt sogar reichen, zweimal Zweiter zu werden. Nur man geht da nicht immer vom Mindesten aus, sondern immer vom besten Ergebnis. Man strebt auf das Beste hin. OP-technisch, ja. Aber ein Wheelspin auch, Dankeschön. 473. Das finde ich gut. So, was können wir denn Schönes gewinnen? Wir können gewinnen ein Mazda Cosmo 110S Series 2. Bitte nicht. Geld, 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 Geld. Ich habe gesagt Geld. Und nicht Kleingeld. Also 4000 sind dann Forza wie so ein 2-Cent-Stück ungefähr. Ja, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber 20 Cent. So kann man haben, aber braucht man jetzt auch nicht. So ungefähr kann man das interpretieren. So, was ist da hier mit Rivalen? Was war der jetzt hier von mir? Okay, interessiert mich nicht. Dann geht es jetzt auch ans dritte Rennen. Fahren wir mal diese Strecke. Auf der bin ich echt geil. Was hat in sich der Fahren wieder? Hier dieser. Der Schriftzug da oben, was auf der Scheibe das. Das schränkt sich doch schon ziemlich hart ein. Kann man aber, denke ich mal, nicht entfernen. Weil ein bisschen mehr Sicht wäre ja echt angebracht. Ist auch zum Beispiel bei LMP-Waren, so LMP1, hier weiß ich, Audi 18, Porsche 19. Und da weiß ich, in Forza 6 oder Project Cars, in irgendeinem Spiel, dass du im Cockpit fahren willst, wirklich, du siehst absolut nichts. Das Fenster da vorne, wo du durchgucken kannst, das ist so scheiße klein. Das ist dann mega anstrengend, daraus zu fahren, gut zu fahren. Das ist wirklich ein Problem, finde ich, in Rennspielen. LMP aus dem Cockpit zu fahren, das ist. Das ist einfach nicht einfach. Ja gut, das soll auch eine Herausforderung sein, aber das ist doch eine Sache, die man in der LRP besser machen könnte. Ja gut. Ist es in der Realität auch ein Nachteil ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest in Spielen ist das doch ein kleiner Nachteil. Aber warte mal. Hier gerade die Sonne, die da hinten untergeht. Ja, da muss ich jetzt aber mal. Nee. Ein bisschen will ich. Oh, ey, Leute, ne? Ich mach mal ein Foto. Also das sieht wirklich. Oh. Also wenn das wird aus dem Tanten ist, dann wisst ihr auch warum. So. Ja, Datei benennen, wieder Forza. Ich bin der Kreativste dabei. Bei mir ist wirklich jedes Foto Forza. Aber ist ja auch scheißegal, wie das heißt. Ist ja nur für mich, für die Thumbnails. Für was anderes nutze ich ja die Fotos gar nicht. So. Schnell weiterfahren zum. Und am besten auch noch gut abschneiden. Wird gerade Nacht, aber ich denke mal, das Rennen war. War das aktuell oder war das auf
Mittag, Nachmittag gestellt? Ich weiß es gar nicht. Das merke ich mir leider sehr selten. Ich hoffe, dass es nicht Nacht ist, weil die Strecke Nacht, das Halleluja. So, die Kurve. Die geht trocken ganz gut. Bisschen wild sein, aber das ist gut kontrollierbar. So, sind auch schon da. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Danke, Anna. Outback 8er Wüstenrundstrecke. Weil der halt aussieht wie so eine 8, wenn man so von oben drauf guckt. Ne? Versteht ihr? Ich hoffe doch. So, ja, der tolle Ladescreen. Aber bei den Wagen ist der Ladescreen eigentlich ziemlich geil. Was logischerweise in den Wagen liegt. So, ja, Viper, Corvette, Bentley. Meine Wenigkeit. Oh, ist das schön. Ist das schön, wirklich. Tag, das ist eine trockene Piste. Okay, Grip, gibt's nicht so viel? Muss ich wohl noch. Uiuiui. Muss ich wohl noch suchen. Das starte ich mal kurz neu. Das habe ich wohl ziemlich hart verkackt. So eine Strecke, die finde ich anspruchsvoll, aber die ist auch geil. Ist irgendwie so eine Hassliebe. Irgendwie mag ich die, irgendwie finde ich die echt geil, aber irgendwie auch so, naja. Ich finde, jetzt muss ich sie reinnehmen. Komm, jetzt aber. Jetzt geht's ab. Uiuiui. Siebter Platz noch. Lass mir Platz. Ah! Ferrari? Bist aber auch einer, ey. Sorry. Ja, so eine Bälle war leider ungewollt. Ja gut, hier doch ein bisschen mehr Platz lassen können. Ich gehe aber auch um die Kurve rum. Nicht so hart von der Strecke irgendwie wegkommen. So, kann ich aber ganz normal überholen und ganz normal sterben. Ja, müssen wir ein Gas gehen, das reicht. Der Wagen, der ist echt noch. Ja. Ja, ich fahre auch echt wirklich der letzte Vollspasti. Jetzt wenn ich zum ersten Mal Forza spiele. Die Karte ist doch wirklich nicht einfach so. Wenn auch wie ich halt nicht so oft solche Autos fährt. Schon ein Problem. Ja, der Fünfter. Ja, schaffen wir auf jeden Fall noch zu gewinnen. Gott. Da spiele ich nicht zurück. Ein blöder Fehler von mir. Die Strecke hat echt ein paar Kurven, die wirklich assi sind. Da kannst du wirklich richtig viel Zeit verlieren. Der GTR. Komm, Ferrari. Zieh. Lass deine Pferdchen raus. Ja, es tut mir leid, wirklich. Weil der GTR, er hätte auch. Er wird uns nicht so. Kann lassen. Beim Anbremsen sind immer Probleme. Und halt bei sowas. Deswegen, erster Platz wird es auf keinen Fall. Der wird wahrscheinlich wieder ein Bentley bekommen. Was heißt wieder, aber. Die Bälle sind hier ziemlich gut. Alter! What the fuck war das denn? Ey, wie ich da geflogen bin? Das war schon besser. Das nicht. Hat trotzdem gereicht für den Ferrari. So. Ah.
Alter, was mache ich denn da für eine Scheiße, ey? Ich mach die Kurven alle so übertrieben scheiße an. Was ist denn los heute mit mir? Das hat niemand gesehen. Das war der Wind, der hat die Fahne weggeweht. Wie man sieht, das Ding, das rutscht noch. Deswegen meine ich auch, Serienleistung reicht. Es ist wirklich genug. Ja, ich will die Kuvette leider nicht mehr. Zumindest nicht auf der Zielgerade. Ja, vierter Platz, ey. Das ist richtig scheiße. Habe ich wieder Punkte verloren. Er hat zwei Badlays vorne. Ey, die müssen wohl echt gut sein, die Badlays. Also irgendwie. Ja gut, ich bin auch scheiße, das stimmt auch. Meine Rundenzeit, die war auch. Die war zwar so die beste, oder? Ja. Also auf keinen Fall gut, ey. Das war mir so scheiße gefahren. Die Wagen ist echt eine kleine Zicke. Aber ich will den Wagen noch mal ein wenig genauer tun, noch ein wenig anders. Noch ein richtiges Setup machen, aber das wäre dann zu lang fürs Let's Play. Ich glaube, dann nächste noch dran, wenn ich das machen würde, deswegen. Das mache ich dann lieber für spätere Rennen. Ich glaube, der ist online gar nicht mal so scheiße auf S2. Das geht, glaube ich, nicht ganz gut klar. So, dann steht jetzt noch ein letztes Rennen an, wieder in Surfers Paradise. Wo ich dann hoffentlich auch ein bisschen besser bin. Und ich würde sagen, da teleportieren wir uns hin, weil das ist doch ziemlich weit. So, Nordstadt, Rundstrecke. Wahrscheinlich auch wieder drei Ründchen. Ist eigentlich meistens immer so, okay, drei Runden ist aber nicht zu kurz, aber auch jetzt nicht so lang. Weil lange Rennen werden auch mal cool, ne? Weiß ich, so fünf Runden oder noch länger? Wer weiß. Dann würden es halt aber auch nur drei Rennen sein in der Meisterschaft und nicht vier. Ich glaube, weniger als drei geht auch gar nicht. Naja. Und auf jeden Fall wird wahrscheinlich bald wieder Goliath gefahren werden. Wer weiß. Nur wann weiß ich nicht und das will ich auch noch nicht sagen. Und Ideen für die 100. Folge gibt es auch schon einige. Nur die Umsetzung ist die Frage. Vor allem die technische. Ah, ist doch ein bisschen hin, deswegen genießen wir erstmal den Wagen hier. Ja. Start war schon mal besser. Ich hatte schon mal einen besseren Start hingelegt, aber auch schon mal einen schlechteren. Ich glaube, die Kurve, die ist assi. Sorry. Danke. So. Okay, die Karre hat echt gute Bremsen, das muss man schon mal sagen. Die sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Das gelingt auch aktuell gerade ein bisschen besser als die anderen. Jetzt kommt mein Part. Die haben alle so dicke Theken, die sie auch ein bisschen ausbremsen. Deswegen kann ich ja schön überholen. Oh Gott. Und 14.000 haben wir 6 weggeschmissen. Fabian, du bist offiziell ein Idiot. Bin ich eigentlich schon inoffiziell schon seit Beginn dieses Kanals. Gut. Boah, ey, die Kurve ist echt. Die ist schlimm. Was ist es wieder? Ein Bentley vorne. Ich glaube es nicht, Leute. Aber schon mal besser genommen. Jetzt die Kurve in der Runde, Alter. Tja. Ich hätte die Möglichkeiten ausgeschöpft, die mir gegeben worden sind. Ich würde sagen, ich habe fair überholt, ne? Wenn der da so langsam fährt, ist das nicht mein Problem. Ja, was beschleunigen, das ist der, da ist der Wagen echt kein Wunder drin. Man beschleunigen, wenn er Grip hat, das geht richtig klar, aber so am Start, das ist. Nee. Da glänzt die Karre auf jeden Fall schon mal nicht.
muss mehr bremsen, oh Gott. Naja, das ist noch ein bisschen assi gewesen. Weil da flippt man leider ziemlich schnell noch ziemlich viel RIP. In kurzer Zeit. Deswegen, das kann er den mit dem Wagen wegreißen. So. Letzte Runde. Gleich geschafft. Das ist gleich geschafft, aber. Ist eigentlich eher traurig, weil der Wagen. Ich würde den gerne noch länger fahren. Werde ich auch vielleicht noch eine Aufnahme, muss ich machen. Zack. Sehr elegant durchs Ziel gerammt. Gerade, ja, wirklich, der Bentley, der muss echt gut sein. Oder der Driver, aber ich denke auch mal, der Bentley. Ja, auch auf dem vierten Platz, also der ist wirklich gut. Auch auf dem letzten auch einer. Gut, das kann natürlich auch passieren. Aber ja, 66 Punkte von Bentley, nicht schlecht. Ich habe trotzdem gewonnen. Dank dem Sieg hier noch, da habe ich nochmal so ein bisschen gerettet. Busen LP auf dem zweiten gelandet, dann auch der Mace United. Schon bekannte Leute. Ich glaube sogar beides hier Driver-Tare von mir, die ich eingestellt habe. Aber war cool. Auch mal was anderes. Nicht mal nur welche normalen Autos, sondern auch mal Rennautos fahren. Deswegen war nice. Aber auch noch hier natürlich wieder ein bisschen Geld. Auf meinem Konto. Leider nicht mein echtes Konto. Wäre schade, weil der hätte ich gerne 23 Millionen EP. Also könnte ein bisschen mehr sein. Ja gut, aber wer so scheiße fährt, der verdient auch nicht mehr EP. Ganz ehrlich. Ja, so Fazit. Wagen. Er ist wirklich giftig. Also das muss man echt mal sagen. Das ist schon nicht gerade ganz einfach, aber an sich die Karre übertrieben awesome. Ist auch mega schnell. Also das ist wirklich abnormal. Die Bremsen sind auch top. Sound ist top. Aussehen sowieso, weil wenn das Ding nicht böse aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ne? Ganz ehrlich. Also, hoffentlich habt ihr euch die Karre auch geholt beim Forzaton. Ich meine, war ja nicht so schwer. Wenn nicht, dann geht ins Oktober und kauft euch ein. Man würde vielleicht ein bisschen Geld kosten, eine Mille. Ich weiß es nicht, was der kostet. Also, weiß ich, eine Mille oder zwei. Schätze ich jetzt mal. Aber kauft euch den wirklich, das Ding. Das muss man mal gefahren sein. Allein wegen Horizon 1, der da drin war. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch diese ganz schön no-skillige Folge gefallen hat. Und hoffe, dass wir uns auch in einer der nächsten Folgen wiedersehen. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Dann habt ihr auch bestimmt schon abgeschaltet, aber gut, das ist eine andere Sache. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.